erste Darbietung direkt nach dem Einzug um ca. 11.20 Uhr und eine weitere dann noch um 13.40 Uhr. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich das an. Die Doris, die hat sich da wirklich Mühe gegeben und mit den Kindern eine fabelhafte Performance einstudiert. Ja, und apropos fabelhaft, genauso machen wir jetzt auch gleich weiter, würde ich sagen, mit der adeligen Gesellschaft. Und die kommt in wirklich hochkarätiger Besetzung, muss man sagen. Gleich zwei Gruppen eigentlich in einer, muss man sagen. Also eine Familiengruppe. Der Schwiegervater ist der Obmann dieses Historikervereins, hat uns da eine Dame geschrieben, besitzt auch ein privates Feuerwehrmuseum in Lanzenkirchen, ist ein leidenschaftlicher Historiker und hat sämtliche Uniformen auch im Original im Museum. Die Gruppe, die besteht aus 9 Personen insgesamt, und dann gibt es auch noch eine zweite Gruppe, die nennt sich Lässige Partie, machen verschiedene Aktivitäten und wurde im Oktober von Frau Ingrid Knittelfelder gegründet. Und was besonders markant ist, diese Gruppe, diese Lässige Partie, die besteht ausschließlich aus Singles. Also, die adelige Gesellschaft, sehr prominent hier vertreten bei uns beim Biedermeier Fest 2024. Heute dürfen wir uns ja auch alle ein bisschen adelig fühlen. Und es liegt auch ein feiner Duft in der Luft. Zum Beispiel auch ein Duft von Lavendel. Der wird immer versprüht, wenn die Lavendelfrauen bei uns da durch die Gegend marschieren. Die verteilen während des Umzugs auch Lavendelsträußchen. Lavendel steht ja für Wertschätzung und tut der Seele gut. In dem Festgelände werden auch gut gekühlte Mixgetränke angeboten. Und mit dem Reinerlös, da werden unterschiedlichste Projekte in der Gemeinde unterstützt. Hier kommen sie auch schon unverkennbar in der Lavendelfarbe, die Lavendelfrauen. Also setzen sich immer auch für den guten Zweck ein, für was Karitatives. Das macht die auch sehr beliebt bei uns. Und immer zu einem prominenten Stammgast hier bei uns beim Biedermeierfest. Herzlich willkommen an die Lavendelfrauen. Und ja, da liegt ja wirklich schon dieser angenehme Duft in der Luft. Genießen Sie es gemeinsam mit uns, dieses wohlverdiente Ambiente immer einmal im Jahr im Juni, wenn dieser Kurpark in Bad Gleichenberg im wahrsten Sinne des Wortes in tollem Gewand erstrahlt. Das Biedermeierfest 2024 mit langer Tradition, genauso auch wie die Gruppen, die hier bei uns sind. Zum Beispiel auch die nächste, die ist ja eigentlich auch, muss man sagen, wirklich mit einer großen Geschichte verbunden. Vor allem steckt ein Unternehmen mit großer Geschichte dahinter. Das Bad Gleichenberger Modehaus Hufnagel wurde 1922 gegründet. Also bereits über 100 Jahre gibt es dieses Modehaus Hufnagel nun in Bad Gleichenberg. Und heute für das Biedermeierfest, da haben die Damen vom Modehaus Hufnagel wieder ihre Kleider aus Brautkleidern genäht, Hüte und Accessoires stammen aus dem Familienfundus. Und ja, wenn Sie mal ein richtig gutes Gwandl brauchen, für eine Hochzeit, für eine Maturantenverabschiedung oder für einen sonstigen feierlichen Anlass, dann schauen Sie vorbei beim Modehaus Hufnagel. Ich lasse mich dort auch regelmäßig einkleiden oder wenn einmal irgendwas zum Weiter- oder Engermachen ist, über vorbeischauen. Modehaus Hufnagel, nicht nur ein Geheimtipp, sondern eigentlich muss man sagen, eine echte Empfehlung hier bei uns in Bad Gleichenberg. Man kennt es eigentlich wirklich toll, die haben ein Gespür, einen Sinn für Mode, die wissen, wie man sie anzieht, gerade auch bei so einem Anlass wie heute. Und freuen wir uns riesig, dass sie eigentlich schon seit langer Zeit immer mit dabei sind und unser Biedermeierfest im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur modisch, sondern natürlich auch optisch immer wieder bereichern. Ja, eine Gruppe.